Hallo und herzlich willkommen zum zweiten WWRS Whisky Tasting und zwar wieder einmal aus freudigem Anlass, wie ihr hier ja auch schon sehen könnt. Ja, wir haben nämlich gleich zweimal bei Fast Forward Science gewonnen, nämlich einmal den geteilten ersten Platz in Superfast und den zweiten Platz in der Kategorie Substanz. Und um uns auch direkt etwas Substanzielles zu Gemüte zu führen, haben wir neben einem schicken neuen Rechner für den Videoschnitt auch ein paar, wie es unsere Fans von uns erwarten, leckere Whiskys gekauft. Und nicht zuletzt natürlich diesen ebenfalls sehr leckeren Fudge mit Whisky-Geschmack. Und wir werden hoffentlich heute rausfinden, ob man auch die unterschiedlichen Whiskys rausschmeckt. Aber zuerst mal natürlich die Whiskys. Was haben wir denn da? Wir haben einmal, der hatte mich auf der Messe angelacht, auf der wir neulich waren, ein Yoichi Single Malt, einen japanischen Whisky, also ganz unschottisch, wobei der Schaffer dieser Destillerie wohl in den 1930er Jahren mal in Schottland gelernt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ein relativ rauchiger Whisky, so wie ich es mag. Das zweite, ich hatte es beim ersten Tasting schon angesprochen, das ist dieser 12-jährige Blair Athol und der kommt aus den Highlands, aus dem Städtchen Blair Athol, in dem der Duke of Athol residiert. Und ich erzähle das deswegen, weil der Duke of Athol die letzte legale Privatarmee in Europa besitzt, und zwar die Athol Highlanders. Und das ist natürlich eine Armee, die nicht mehr in den Krieg zieht, sondern sie spielt hauptsächlich Dudelsack. Und man kann tatsächlich noch auf Einladung des Dukes Mitglied werden, soweit ich weiß. Und dieser Whisky ist ein relativ milder und relativ süßer, aber eben aus den Highlands. Der dritte im Bunde, dieser 18-jährige Tomatin, keine Ahnung, ob man den so ausspricht, der ist etwas rauchiger als der andere, aber eben immer noch sehr mild. Und der vierte, den darf Mike wieder vorstellen, weil das ein Hauswhisky ist. Ja, ich habe den vorher noch nicht gesehen, aber ich sehe jetzt gerade das Label. Das ist ein Carl Ila, A Dream of Scotland heißt er. Ein sehr rauchiger Ila-Whisky. Ja, bin gespannt. Geschenkt hat ihn uns Peter Kohl, mit dem ich jetzt am Wochenende in Köln schon ein bisschen geschummelt und vorgetestet habe, auch den Fudge. Also danke Peter, und wir werden ihn heute im Rahmen des Tastings dann auch testen, obwohl er nicht streng genommen zum Preisgeld gehört. Damit würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem mildesten. Jo. Genau, mit dem Blair Athol. Wie gesagt, der ist mild und süß. Wobei sich das mild auch eher auf die Rauchnote bezieht, weil ansonsten hat er ganz schön viel Aromen. Ja, das stimmt. Riecht ziemlich lecker. Man kann da viel rein interpretieren, aber eben kein Rauch. Rauch nicht? Nee. Aber irgendwie so Rosinen, Trockenfrüchte. Auf jeden Fall ein sehr leckerer, das war jetzt wie gesagt meine Wahl. Und ich bin mit dieser Wahl durchaus sehr zufrieden. Schmeckt mir auch sehr gut. Ist schon auf 43% runter verdünnt. Ich tue trotzdem mal einen Schluck Wasser rein. Wir haben ja gelernt, das verändert das Aroma doch nochmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen von süß und fruchtig kann ich keine Aromen im Detail dazuordnen. Also das ist auch, glaube ich, nicht so tragisch.
Man schmeckt jedenfalls, dass er alt ist. Also der wirkt rund. Der hat jetzt nicht so scharfe medizinische Noten. So alt ist der gar nicht mit 12 Jahren. Ja, lecker. Ja, ein, wie wir letztes Mal ja schon gesagt haben, gefälliger Familienwhisky. Ein Whisky für jeden Tag. Ich glaube, das wäre auf Dauer nicht so gesund. Ich schiel hier gerade schon auf das Fatsch. Ja, das müssen wir natürlich auch. Also wir haben, wie gesagt, drei Fatsch-Sorten zugeordnet jeweils. Und die interessante Frage ist, ob wir die einzelnen Sorten unterscheiden können. Ja. Süß und lecker. Sie schmecken auch erfreulicherweise nach Whisky. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das nicht an dem liegt, den wir eh schon im Mund haben. Das ist natürlich ein Argument. Merkst du den Unterschied? Ehrlich gesagt nicht. Nee. Pluspunkt ist natürlich, sie sind alle gleich lecker. Gut, nächstes Mal fülle ich ein bisschen weniger in die Gläser, einverstanden? Ja, ein guter Plan. Wir müssen ja nicht nur vorankommen, sondern idealerweise auch bis zum Ende des Tastings durchhalten. Außerhalb des Bildes befindet sich eine Katze. Eine sehr, sehr süße Katze. Alle Katzen sind sehr, sehr süß. Och. Das macht ihr auch nur, weil sie weiß, dass sie nicht in der Kamera ist. Unverschämtheit. Hast du keine versteckte Kamera angebracht, um die Katze einzufangen und zu überraschen und auf YouTube einzustellen? Wir haben ja noch ein paar Tastings vor uns. Ja. In der Tat. Also ich hätte jetzt bei dem echt nicht gedacht, dass er nur 12 Jahre alt ist. Er schmeckt irgendwie älter, fand ich. Rund. Gut, dann testen wir mal den 18-Jährigen, aber den haben wir auch, glaube ich, schon zusammen angetestet. Den haben wir zusammen schon mal probiert, ja. Wie man der Flasche auch ansieht. Ja, wobei das waren nicht nur wir beide, sondern auch besagter Peter hat da ein bisschen mitgeholfen. Geringfügig. Gut, machen wir ohne Umschweife weiter. Diesmal mit hoffentlich etwas weniger. Also, das ist der 18-jährige Tomatin, von dem wir schon wissen, dass er ein bisschen rauchiger ist. Ist er definitiv. Aber noch nicht zu rauchig für mich. Ich glaube, in die Kategorie kommen wir nachher. Aber das werden wir dann testen. Also wenn du mir die beiden jetzt nebeneinander gibst, ich finde, die schmecken gleich alt. Also vom Geruch her und auch vom Geschmack. Also ich finde, der hier riecht intensiver. Also, aber vielleicht sind meine Geruchsnerven jetzt auch schon betäubt nach dem ersten Whisky. Das ist jetzt auch so ein Whisky für Leute, die Rauch nicht so gerne mögen, aber auch nicht gar keinen Rauch drin haben wollen, meines Erachtens. Da ist noch irgendwas drin, irgendwas nicht fruchtiges, ich kann es nicht so genau identifizieren. Ich finde, es riecht irgendwie so in die Richtung Stroh oder Heu, also ganz, ein ganz interessanter Geruch. Honey and soft oak flavors, naja, Eiche, naja. Eichenheu, keine Ahnung. Eichenlaub. Ja, nicht so direkt. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie Eichenlaub schmeckt. Ich finde ihn lecker.
Ich finde ihn auch lecker, aber wenn ich jetzt zwischen zwei wählen würde, würde ich, obwohl ich eigentlich auf rauchigere stehe, den Blair Ethel nehmen. Obwohl der süßer ist? Irgendwie finde ich den runder. Ja. Also bei dem Tomate oder wie auch immer man den ausspricht, ist irgendwie eine Note drin, die ich nicht so richtig zuordnen kann. Nicht schlecht, also kein Fehlgeruch, aber... Nee. Aber irgendwie komisch. Je mehr du davon erzählst, desto mehr bilde ich ihn mir ein. So, zwischendurch zum Neutralisieren noch mal ein bisschen Fatsch. Ja. Für die Wissenschaft. Also entweder es liegt am Whisky oder der schmeckt doch anders als die anderen. Weil den hatte ich jetzt gerade noch nicht probiert. Ich bete mir ein, dass die beiden ähnlich schmecken. Aber genau, also zwischen den beiden schmecke ich jetzt keinen Unterschied. Dann muss ich wohl jetzt nochmal zwangsläufig den mittleren probieren. Wir haben sehr viel Mitleid mit dir. Also, wahrscheinlich mehr eingebildet als tatsächlich. Einbildung ist auch eine Bildung, gerade bei Whisky. Wo wir beim Thema sind, dann erzähl uns doch mal. Erzählen ist jetzt ein bisschen viel verlangt, weil ich mich jetzt nicht nochmal schlau gemacht habe, was der Whisky genau für eine Geschichte hat. Ich weiß nur, dass der Taketsuru, der Schöpfer dieses Whiskys, steht sogar hinten drauf. Masataka Taketsuru hat 1934 diese erste Destillerie, eben diese, gegründet und zuvor in Schottland gelernt und die schottische Whisky-Tradition somit nach Japan gebracht. Das ist jetzt wieder eine ganze Menge, die du uns gegeben hast. Stimmt. Aber gut, wir meckern ja nicht. Möglicherweise auch, weil wir hinterher nicht mehr dazu in der Lage sind, aber das wird sich geben. So, und warum hast du genau den gekauft? Den habe ich gekauft, weil ich schon mal zuvor den Taketsuru probiert hatte. Ein 17-Jähriger war das. Hat mir sehr gut geschmeckt, war schön komplex. War rauchig, aber nicht zu rauchig. Und jetzt auf der Whisky-Messe, auf der wir kürzlich waren in Schwetzing, wurde mir als rauchiger Whisky eben der empfohlen, als rauchiger Japaner. Weil offenbar der Taketsuru eine Mischung aus diesem und einem anderen ist, wobei dieser der rauchigere ist. Das heißt, hier haben wir jetzt quasi die Raucharomen in voller Dröhnung. Also das heißt, das ist kein Single Malt, sondern ein Blend. Der andere, den ich hatte, war ein Blend. Was das jetzt ist, ist ein Single Malt. Steht sogar oben drauf. Okay. Und der raucht schön vor sich hin. Ja, aber auch nicht unangenehm. Ich fühle mich echt an meinen Carl Ila erinnert. An meinen Lieblingsschotten. Irgendwie schon. Okay. Auch wenn Whisky-Kenner jetzt wahrscheinlich aufschreien und sagen, die kann man doch nicht vergleichen. Aber so das Zusammenspiel von Rauch und sonstigen Aromen schmeckt mir jedenfalls sehr gut. Das Gute an rauchigen Whiskys von der Sorte ist, dass man eben die sonstigen Aromen noch schmeckt. Im Gegensatz zu gewissen anderen rauchigen Whiskys, bei denen man im Grunde auch einen Aschenbecher auslecken könnte und einen Korn hinterher trinken. Das ist bei dem hier nicht. Also das ist jetzt kein Alltagswhisky für mich, aber den trinke ich gerne mit. Es steht jetzt, glaube ich, nicht drauf, wie alt der ist. Er schmeckt deutlich jünger als die anderen beiden, die wir hatten. Das stimmt. Nein, damit sparen Sie mit der Information.
Also ich würde jedenfalls darauf wetten, dass der einige Jahre weniger im Fass gelegen hat als die anderen beiden, die wir hatten. Möglich. Woran macht man das eigentlich fest? Ich meine, man merkt, dass er jung schmeckt. Aber ich habe dann immer so vom inneren Auge so Spitzen, die ich sehe, die bei den anderen nicht sind. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich sehe da zwar nichts von meinem inneren Auge, aber ich habe auch immer so das Gefühl, ein ordentlich gereifter, älterer Whisky, der bügelt so ein bisschen einzelne Aromen aus und macht einfach, ja, man sagt ja gern rund. Also der macht den Whisky rund. Da dominieren dann nicht einzelne Aromen, sondern es wirkt einfach wie ein Gesamtkunstwerk. Ja, das ist möglicherweise ist es das, dass in jüngeren Whiskys dann so einzelne Sachen relativ dominant sind. Also vor allem einzelne Sachen außer Rauch. Wobei ich mir hier jetzt auch schwer tue, ein konkretes Aroma rauszuriechen. Also ich habe jetzt keine Assoziation. Klar, ich kann immer behaupten, ich rieche da jetzt grüne Äpfel, aber in Wirklichkeit tue ich das nicht. Das ist vielleicht eher so eine Assoziation. Das ist zwar jetzt ein bisschen hart. Ich rieche so ein leichtes Labor-Aroma. Labor im Sinne von Ammoniakflasche umgefallen? Nein, nicht so und auch nicht Acetonflasche umgefallen, sondern irgendwie ein chemischer Geruch, wobei ich natürlich auch schon überdurchschnittlich viele Chemikalien gerochen habe, zugegebenermaßen. Aber ich habe da so eine gewisse Laborassoziation bei. Jetzt, wo du es sagst, rieche ich es auch. Sogar ja, das ist das Problem mit dem Sagen. Dann riecht man eine ganze Menge. Dadurch funktionieren ja auch so professionelle Whisky-Tastings. Ja, genau. Da ist eine Gruppe von 20 Leuten und hinterher riechen alle 20 verschiedene Aromen im Whisky. Ich vermute, sie riechen bei einem wirklich guten Typen, der das erzählt, riechen die natürlich alle das Gleiche, das der Vortaster quasi vorher vorgebetet hat. Mhm. Und hier riechen sie jetzt grünen Apfel. Und dann hat man da so 15 Leute sitzen, die da dran schnuppern und denken, grüner Apfel. Natürlich. Ja. Wie riecht grüner Apfel? Ich habe grüne Äpfel zu Hause, das muss ich mal testen, wie grüne Äpfel riechen. Sie riechen wie Äpfel, nur grüner. Ja. Oh, du hinkst hinterher, Lars. Ja, das macht das Alter. Weißt du noch, wie viel du ausgegeben hast für die beiden? Der hier hat 64 Euro gekostet, da erinnere ich mich noch. Ja. Der Blair Essol hat... Ich glaube, der Blair Essol hat 60 und der andere 65 gekostet. Also alle in der gleichen Preisklasse? Ja, vor allem deutlich unter 100 Euro, muss man einfach sagen. Also man muss jetzt nicht dreistellige Beträge auf den Tisch legen, um gute Whiskys zu trinken. Tatsächlich haben wir auf der Whisky-Messe einen sehr, sehr alten Blair Essol getrunken, der viel, viel teurer gewesen wäre und der hat dann nach Käse geschmeckt. Und das war vielleicht nicht so doll. Also unsere Empfehlung ist tatsächlich, dass man in der Preisklasse so 50 bis vielleicht 120 Euro eigentlich als Whisky-Trinker glücklich wird. Und besoffen, oder? Definitiv. Also ich hatte auf der Whisky-Messe auch einen probiert, den hatten sie auch schon gar nicht mehr im Verkauf. Der hätte pro Flasche, ich glaube, 400 Euro gekostet und pro Tastingglas dann 12.
OBA war ja abgekürzt, war ein extrem rauchiger Whisky, ein extrem rarer Whisky, der auch sehr, sehr lecker war, aber also dafür, dass er jetzt 400 Euro gekostet hätte, statt sagen wir mal 100, wenn man sich einen teuren kauft, hätte ich den Unterschied jetzt wahrscheinlich im Alltag nicht geschmeckt. Also alles so oberhalb von 100, 120 Euro ist dann nur noch Marke und Prestige, die man bezahlt. Oder eben die Seltenheit dieser Flasche so als Sammlerobjekt. Gut. Kommen wir zum letzten. Also das ist ein A Dream of Scotland. A Nightmare of Hangover. Wer weiß, wir werden es rausfinden. Wie gesagt, geschenkt von Peter. Und der hier, das weiß ich schon. Oh, da bist du jetzt aber auch großzügig. Ja, ich habe in die Kamera geguckt beim Abfüllen, weil ich sagen wollte, ich weiß, dass der hier rauchig wird. Ja, habe ich dich jetzt quasi unterversorgt mit deinem Hauswhisky? Nein, schon okay. Aber ich habe hier noch. Ja, du kannst ja auch noch den Flachmann an den Hals setzen. Das ist jetzt Fassstärke, 53%. Ich habe mal einen Rauchkäse gegessen. Der roch ähnlich. Ist das jetzt ein Kompliment für diesen Whisky? Ich weiß es noch nicht, aber das riecht wie geräucherter Käse. Da lege ich mich fest. Bin ja kein Käsefreund, bin auch kein Rauchfreund. Sieht auch rosa aus. Ja, genau, das fiel mir gerade aus. Das sieht so ein bisschen aus wie... Das sage ich jetzt nicht. Das erzähle ich dir hinterher, wenn die Kamera aus ist. Der ist echt rauchig, aber... Also jetzt mal abseits vom Rauchkäse. Schmeckt der so ein bisschen... Also ich finde nicht, dass er nach Käse schmeckt. Und ich als Käsehasser bin sehr sensibel für Käse. Ich muss auch sagen, nur nach dem Geruch. Also ja. Erst nachdem ich ihn getrunken habe, ist der... Die Note nicht mehr so dominant. 9 Jahre nur gealtert angeblich. Hm. Ich finde auch, der schmeckt nicht so rund wie die anderen. Also nee, das nicht. Und aber vor allem gar nicht so rund wie unser Blair Asshole. Machst du wieder eine Montage mit Tony Blair? Ich glaube, ich nehme einfach das Pop-Up-Element vom letzten Mal. Oder. Wer heißt denn noch Blair? Hieß denn nicht irgendjemand von Oasis Blair oder so? Boah. Gott, sind wir alt. Oasis. Ja, auch als ich für das Pop-Up von Tony Blair nach Qualitäten gesucht habe, die ihn möglichst unsympathisch machen, ist mir aufgefallen, dass er ein sehr enger Freund von Bono, dem Sänger von U2, ist. Die Älteren werden sich erinnern. Die Älteren werden sich erinnern, ja. Ja, also im Geruch ist der rauchige Käse immer noch da, aber im Geschmack kommt das Portweinfass oder worin auch immer das ausgebaut ist, durch. Ja, also wenn man da jetzt ein bisschen Wasser reinkippt, was ich ja gemacht habe. Ich noch nicht. Hast du auf jeden Fall was Fruchtiges, was richtig Fruchtiges. Die Käsefüße gehen nicht weg. Du hast ungewöhnliche Käsefüße. Also ich weiß nicht, ich rieche hier keinen Käse. Das ist dann wahrscheinlich die Sache mit dem Reifen, mit dem Alter. Ja. Es wird dann ausgebügelt, wenn es noch 10 Jahre im Fass liegt. Achso, ich dachte, du meinst mein Alter. Ich habe bisher noch nicht an deinen Füßen gerochen. Dankeschön. Ich schlage vor, wir belassen es auch dabei. Aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Also, der ist lecker. Der braucht halt noch ein paar Jahre im Fass. Also,
Irgendwie wirkt er so, als wäre er gerade so mitten in der Nacht aufgeweckt worden, aus einem schlechten Traum gerissen und verkostet. Also der braucht also nochmal so ein bisschen... quasi wie ich jeden Montagmorgen. Ja. Ja, er schmeckt wie ich. Nein, das ist unfair. Also gerade mit ein bisschen Wasser drin, finde ich, schmeckt er schon deutlich runder und angenehmer. Jetzt muss ich schon einen Karl Ila gegen dich verteidigen. Das stimmt. Ja, also wie tief sind wir gesunken? Ja, wie tief sind wir gesunken? Nee, nichts gegen den. Also mal von den Käsefüßen abgesehen. Ist das schon ein leckerer Whisky? Das ist schon eine ganz erhebliche Relativierung. Okay, also mein Vorschlag wäre, da wir jetzt mit den... Ups, ist aber mich hier voll. Ja, nach 4 Whiskys ist das erlaubt. Ja, vor allem nach 4 gut aufgefüllten Whiskys, weil wir völlig unkoordiniert beim Eingießen sind. Aber ja, Abschluss. Beim Fudge sind wir uns, glaube ich, relativ einig, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sorten Einbildung sind. Ja, also gerade wenn man sie zu Whisky konsumiert, dominiert immer der Whisky, den man vorher getrunken hat. Aber selbst ohne. Also Fudge ist Fudge. Fudge ist Fudge, aber es ist sehr lecker. Also könnte ich ein bisschen mehr von essen, werde ich, glaube ich, auch noch tun. Jetzt die komplizierte Diskussion. Welcher ist der beste? Genau, welcher ist der Top-Whisky, von dem wir nochmal 0,2 zum Abschluss, je nachdem, wie wir das haben wollen, trinken? Also ich schwanke zwischen den beiden. Also irgendwie werde ich mit dem nicht warm, mit dem Tomate. Ja. Und ich würde sogar sagen, obwohl ich Fan rauchiger Whiskys bin, der Blair Athol schmeckt mir einfach so als Konsum- und Genieß-Whisky irgendwie besser. Du magst Tony Blair nicht. Die meisten seiner Reden sind ja die Schuld von Alastair Campbell, aber das ist jetzt kein Thema für ein Whisky-Tasting. Also ich persönlich bin einverstanden. Das waren die beiden Top-Whiskys. Das sind so gefällige Whiskys, die einfach hinter den beiden ein bisschen zurückstehen. Also, gerade hier so der Karl Ila, was war das? Dream of Scotland. Das ist einer, da muss man ein bisschen Wasser reinkippen und ganz ehrlich, ich rieche da keine Schweißfüße, Entschuldigung. Du hast keine Schweißfüße gesagt, du hast Käsefüße gesagt, aber nein, das ist, also das ist einer, da kippe ich ein bisschen Wasser rein und dann war er lecker. Mhm. Das ist einer, der ist auch ohne Wasser lecker. Das heißt, es fällt jetzt an mich, quasi eine Entscheidung über den letzten Film zu treffen. Wir könnten natürlich jetzt so eine Art Krake-Paul-Sache machen und quasi jeweils ein Katzenleckerli vor die beiden Flaschen Whisky legen. Skadi! Skadi! Ja. Schade. Sie merkt genau, wenn sie Whisky bewerten soll und wenn sie ein echtes Leckerli bekommt. Nein, pass auf. So. Na gut, aber es läuft wohl darauf hinaus, dass der Japaner, wobei sie hat ihn noch nicht geschluckt. Sie hat auch, das möchte ich anmerken, den Whisky gewählt, der ein Tickchen weiter von ihr entfernt war. Also zusätzliches Hindernis, aber trotzdem... Das ist auf jeden Fall pro-japanischer Bias. Das muss man einfach sagen. Die Japaner und Katzen haben ja auch eine ganz besondere Beziehung. Betonung auf ganz besonders. Na gut, also der Katzen-Ted hat entschieden, der Whisky des heutigen Tages ist also, wie heißt das gute Stück? Yoichi. Yoichi. Wie auch immer man es ausspricht. Also ich würde auf Yoichi tippen, aber
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Insofern ignoriere das. Ja, Prost. Slansche. Ja, ich denke, die Katze hat Geschmack bewiesen. Noch einmal für die Kamera. Wir wollen unseren Zuschauern ja auch was bieten. Bitte ein Zirkus. Ich glaube, das sind die 10 Sekunden dieses Videos, die uns dann 15 Millionen Klicks auf YouTube bringen. Mindestens. Ihr wisst, also wenn ihr nicht 15 Millionen mal klickt, dann seht ihr diese beiden süßen Katzen nie wieder in unseren WWHS-Videos. Ja, um nochmal ein Fazit zu ziehen. Der Japaner schlägt den Blair Asshole einfach dadurch, dass er möglicherweise attraktiver zu Katzen ist und ein bisschen mehr Rauch und Torf hat, den man mit Highland Whiskys assoziiert. Und ich fürchte, damit können die Asshole Highlanders leider nicht mithalten, trotz Dudelsäcken. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge von Wir verbrauchen Katzen für Klicks. Hey! Und es ist ein Otter auf dem Cover. Schon gesehen? Ein Otter? Ein Otter. The Burn of the Otter. Es klingt sehr, sehr grausam zu Ottern. Ich weiß, dass du das als Otter... Schmerz. Faden gezogen. Aus dem Muskel oder aus dem Kilt? Sowohl als auch. Also meinem Zuschauer darf, weil das vier ziemlich groß ist. Ziemlich große Gläser. Oh, macht ja nichts. Drauf geschissen, es ist Sonntag, wir müssen morgen arbeiten und in irgendwelchen komischen Meetings. Ich bin betrunken und habe die Eichstriche nicht mehr gesehen. Berühmte letzte Worte eines Chemikers. Aber es ist unter 14. Prost. Prost.